Der chinesische Baumaschinenkonzern Sany eröffnet seine erste Produktionsstätte in Deutschland. In Bedbock werden ab sofort Betonpumpe und Betonmischer produziert. Dort sollen unter dem Motto Made in Germany Now bis zu 600 Arbeitsplätze geschaffen werden. Bauforum 24 TV sprach mit Teilnehmern des Events und zeigt Eindrücke der Veranstaltung. Die Resonanz, die da ist, ist bis jetzt durchweg positiv. Eines durfte auf jeden Fall klar sein. Hier werden Mitbürgerinnen und Mitbürger arbeiten. Und wenn sie arbeiten, bedeutet das, dass die Stadt auf jeden Fall in absehbaren Zeiträumen über steigende Einkommensteueranteile, über steigende Umsatzsteueranteile in den städtischen Kassen sich freuen wird. Und wenn ich eben sage, hier werden Mitbürgerinnen und Mitbürger arbeiten, dann erwarte ich auch, dass sich das in sinkenden Sozialausgaben ebenfalls niederschlägt. Extra aus China eingeflogen, Liang Wengen. Der Sany-Firmengründer stand der versammelten Fachpresse Rede und Antwort. Sany's Mission ist Quality Changes the World. Eigentlich habe ich ein sehr konkretes Verständnis für dieses Slogan Changes the World, Quality Changes the World. Es bedeutet eher, weil die chinesische Produkte weltweit ist so als zweite Klasse wahrgenommen. Und es ist mein Entschluss, das zu ändern. Dieser Image, die Schwachqualität aus China zu ändern. Wir würden lernen von Deutschen, wie könnte ein chinesisches Unternehmen auch die deutsche Qualität hinkriegen. Und deswegen, die deutsche Qualität ist unser Vorbild. Vielen Dank. Zu dieser Entscheidung für den Standort NRW möchte ich in erster Linie Herrn Liang und Herrn Präsident Xiang beglückwünschen. Sie haben als erste chinesische Unternehmer die Zeichen der Zeit erkannt, dass sich der europäische Markt viel leichter und schneller mit Produktionsgütern erschließen lässt, die auch hier hergestellt werden. Und insoweit ist natürlich Sany Made in Germany Now, das ist genau die richtige Botschaft, genau der richtige Weg. Und insoweit sind damit die Grundlagen für eine weitere Entwicklung des chinesischen Marktes letztendlich auch gegeben und der jeweiligen partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Unser Ziel hier im Standort Bedburg und in Deutschland ist zuerst einmal ein Produkt zu entwickeln, welches hier im Markt Bestand hat und dementsprechend dann auch sich relativ zügig im Markt etablieren kann. Unser zweites Ziel ist dann hier im Standort Bedburg sowohl die Entwicklung zu etablieren, das heißt das ganze Engineering zu etablieren, die Produktion zu etablieren, dass wir dementsprechend hochwertige Produkte hier am Standort bauen können. Und das ist sehr erstaunlich, dass man hier auch wirklich produziert. Die Logistik dahinter schaffen wird, dementsprechend dann auch mit China zusammen die entsprechenden logistischen Herausforderungen zu meistern und hier das Service-Team aufzubauen. Diesen Plan verfolgen wir ungefähr bis Ende 2012. Das heißt, wir rechnen also damit, wie Herr Liang eben schon gesagt hat, 2013, dass wir also durchaus schon im Profitbereich sind, dass wir also positiven Profit machen werden. Rund um die Uhr auf Sendung www.bauforum24.tv